Also, wir halten heute einen Vortrag über The Dark Side of Munich. Ich bin der Enz vom Chaos Computer Club München. Ich bin der Chris vom Chaos Computer Club München. Genau, und wir erzählen uns heute ein bisschen was über das Empfangen und Ticketieren von öffentlichen Funksignalen. Mit Software-Defined Radio, GNU-Radio, Spaß an Funktechnik. Viel Reverse Engineering, viel Bits und Bytes angucken und meistens Nächte verbringen vor vielen Eins und Nullen. Angefangen hat es vor 2 Jahren, Ende 2013, hat die UNA, kennt wahrscheinlich der ein oder andere, also Winditan, festgestellt, dass in Helsinki diese Busabfahrtszeitenschilder magisch irgendwie mit Informationen befüttert werden und hat dann herausgefunden, dass das wohl über auf FM aufmoduliert oder neben FM ausgestrahltes Digitalsignal gemacht wird. Und nach einiger Recherche ist sie dann darauf gekommen, dass es wohl ein Etsy-Standard ist, mit dem das quasi umgesetzt wird und dass es eine Firma gibt, nennt sich Accentia, die vertreibt dann diese Busschilder-Systeme, die batteriebetrieben dann irgendwo deployed werden. Also ist ganz praktisch, man braucht keinen Strom. Und das hält dann 3 Jahre lang und man kann das dann an Bushaltestellen anbringen und wird dann eben über ganz normale FM-Ausstrahlung mit den Abfahrtszeiten befüttert. Und der Apollo, den kennt man vielleicht im Münchner Umfeld, der hat dann festgestellt, dass das tatsächlich in München auch gemacht wird. Also die MVG, die Münchner Verkehrsgesellschaft, hat vor einiger Zeit auch solche Busschilder angebracht, zumindest da, wo man eben zum Beispiel keinen Strom hat, zum Beispiel, also abseits der Stammstrecke, eher in den entlegeren Gebieten, und hat dann eben auch kurz mal eine Aufzeichnung gemacht vom in Frage kommenden FM-Sender, das ist bei uns B5 aktuell auf 90 MHz. Und hat dann eben festgestellt, tatsächlich, da ist ein Digitalsignal. Und man sieht jetzt hier auch so ein Schild, wie es bei uns in München hängt. Der Kasten, den kann man relativ leicht montieren. Das ist für die MVG wahrscheinlich ganz praktisch. Das ist mit 4 Schrauben festgemacht. Das schaltet man einmal ein und das läuft dann 3 Jahre. Und das Einzige, was es braucht, ist eben FM-Empfang. Und das ist bei uns der Sender in Ismaning. Da komme ich gleich dazu. Der hat dann in München praktischerweise eben meistens guten Empfang. Und ja, zum Protokoll an sich, das nennt sich Data Radio Channel, also DARC, deswegen der tolle, lustige Name. Und das ist ein ETSI-Standard nach ETSI-EN 3751. Kann man googeln, findet man dann auch das PDF dazu. Ich glaube, offiziell kotzt es normalerweise was, aber ja. Die Eigenschaften von dem Protokoll ist, dass man eben bestehende Infrastruktur nutzen kann. Das heißt, ich habe einen FM-Radiosender. Ja, cool. Haben wir in Europa eigentlich relativ viele. Und man hat dann auf einer harmonischen von dieser FM-Aussendung nochmal einen Datenkanal. Das ist eigentlich wie RDS. Also wenn man sich da ein bisschen damit auskennt, man hat also quasi erstmal das Tonsignal, Mono, dann Pilotton, Stereosignal und dann kommt eben RDS. Also das, dass man im Autoradio sieht, welcher Sender gerade läuft, oder auch TMC, eben diese Verkehrsdaten. Und noch einmal weiter, da ist dann eben DARC drauf. Und das ist dann logischerweise eine Einwegkommunikation. Das heißt, ich kann nicht darauf antworten oder das Busschild kann nicht darauf antworten, sondern es wird zentral ausgesendet und jeder, der es empfängt, kann dann eben diese Daten nutzen. Ein sehr robustes Protokoll und die nutzen dann auch alle 7 Layer. Es ist jetzt nicht perfekt OSI-Modell, aber sie haben es sehr schön aufgeteilt in verschiedene Schichten, was dann bei der Implementierung auch sehr praktisch ist. Genau, und hier ist eben nochmal das Bild, das ich gerade schon mal angedeutet habe. Also ganz links ist eben das L plus R Monosignal vom FM. Also wenn man ganz normal Radio hört, dann kommt der FM-Pilotton bei 19 kHz. Dann, wenn man einen Stereosender hat, haben wir eben diese L minus R Stereosignale. Dann würde blau RDS kommen. Und dann kommt das DARC. Und durch das, dass es relativ weit weg ist vom eigentlichen Monosignal, braucht man schon einigermaßen gutes SNR, damit es auch noch gut reinkommt. Aber durch die
vielen CRCs und Redundanzen, die dann reinkommen, kommen auch dazu, ist relativ robust. Und ja, die Datenrate beträgt 16 Kilobit per Sekunde, ist jetzt nicht die Welt, aber für so Broadcasts und hier mal eben die Busabfahrtszeiten aktualisieren, reicht's. Und die Modulationsart ist LMSK, hat man jetzt vielleicht spontan noch nicht so viel da gehört, man kennt vielleicht MSK oder FSK. Und LMSK heißt in dem Fall Level Controlled Minimum Shift Keying, das heißt, normalerweise würde sich diese Position, wo das Dark-Signal ist, also hier in dem Bild ist es bei 76 kHz eingezeichnet, würde sich normalerweise dynamisch mit dem Pegel des Stereosignals verändern. Das heißt, wenn das Stereosignal breiter wird, also dieser gelbe Bereich, dann würde das Dark-Signal weiter nach rechts wandern. Ist beim Demodulieren und Dekodieren ziemlich nervig und wir haben da ein bisschen Glück gehabt, da komme ich dann gleich dazu. Ja, für was kann man jetzt diese tollen 16 Kilobit per Sekunde hernehmen? Eben so Information Broadcast, also im Standard steht drin, die wollen hier Newspaper-Geschichten distributen. Naja, dauert halt dann seine Zeit. Aber für so kleinere Daten, wie zum Beispiel Differential-GPS-Anwendungen, klappt das schon ganz gut. Und durch das, dass es einigermaßen echtzeitfähig ist, kann man das dann tatsächlich auch für solche Sachen hernehmen. Also man hat dann entweder die Möglichkeit, Daten in mehr oder weniger Echtzeit zu schicken, so alle Sekunde, das kommt dann ziemlich genau an. Oder man schickt viele Daten, fragmentierte Daten dann eben, und das dauert dann seine Zeit, aber man darf halt keinen Wert drauf legen, ob es zum richtigen Zeitpunkt ankommt. Genau. Hier sehen wir dann den Sender in Ismaning. Das ist so ein 25 kW Sender. Das ist wie oft bei Radio eben horizontal polarisiert. Und bei uns ist es eben der B5 aktuell. Also ist eigentlich so ein hauptsächlich Nachrichtensender. Also es kommen Nachrichten alle 10 Minuten und irgendwelche kleinen Radiobeiträge. Genau. Und dann hat Apollo das mal aufgezeichnet und wir eben auch. Und das sieht man dann ganz links. Wie vorher bei dieser schematischen Grafik ist das Mono-FM-Signal. Dann kommt nichts, also kein Stereo. Dann der dünnere signifikante Strich ist eben RDS. Das heißt, man kann im Radio sehen, aha, B5 aktuell, Radiosendung Nachrichten. Und dann dieses ganz rechts, dieser breitere, schwammigere Strich, ist dann das Dark-Signal, also dieses LMSK-Signal. Und durch das, dass wir hier kein Stereosignal haben, also dieser Bereich hier frei ist, ist es eigentlich kein LMSK. Das heißt, durch das, dass der Stereokanal keinen unterschiedlichen Pegel haben kann, weil es ihn einfach nicht gibt, muss das Dark-Signal auch nicht nach links und rechts wandern. Das heißt, ich kann es ganz einfach wie eine FSK demodulieren. Und das kommt uns dann bei der Implementierung sehr entgegen. Genau, und jetzt erzählt der Ains über den Layer 1, also eben das Empfangen und die Modulieren von den Daten. Genau, also der Layer 1, also der Physical Layer, haben wir eben in GNU Radio implementiert, weil, also weiß nicht, wer von euch gestern im GNU Radio Workshop war, aber das ist dafür perfekt geeignet. Und das Ziel von dem Layer 1 ist eben, aus diesem FM-Signal, das irgendwie man mit einem RTL-Stick oder einem USRP oder ähnlichem empfängt, einen Bitstream zu bekommen, eben mit diesen 16 Kilobit pro Sekunde. Das sieht man jetzt mal hier. Ist ein bisschen gequetscht, aber ja, kriegen wir hin. Also hier oben links kommt quasi das Signal rein vom USRP oder RTL-Stick. Hier noch ein klein bisschen Filterung und dann machen wir schon gleich einen Wideband FM Receiver, der dann quasi das FM-Signal demoduliert. Hier oben rechts sehen wir den Audiopfad. Also da machen wir einfach noch ein bisschen Filtering, FM-Defaces und am Ende kommt dann hier quasi das Audiosignal rein. Das ganz normale, eben die B5 aktuellen Nachrichten hört man dann ständig. Was wir dann machen ist, wir verschieben hier unten in diesem Frequency X-Lating Filter, so unten in der Mitte, verschieben wir unser Signal um 76 Kilohertz, um quasi genau auf dieses Darkband zu kommen. Hätten wir hier eben dieses Stereo-Signal mit drin und das, quasi dieses Level-Controlled MSK und nicht normales MSK, müssten wir hier quasi noch entsprechend dem Stereo-Signal-Pegel diese 76 Kilohertz anpassen.
Dann noch ein bisschen Magic GNU Radio Foo mit einer Quadratur-Demodulation. Hier rechts sieht man es jetzt nicht mehr ganz so gut, ist dann noch ein Filter. Und ein Clock Recovery, das mehr aus diesen, weil wir sind hier ungefähr bei 256 Kilo Samples, die wir aufzeichnen, und wir wollen ja am Ende auf 16 Kilobit, also auf 16.000 Samples pro Sekunde herunterkommen. Das macht uns eben dieser Clock Recovery. Wir haben natürlich hier mit den ganzen, um es möglichst einfach zu gestalten, hier immer ganzzahlige Teiler genommen. Also wir teilen einfach diese 260 Kilo Sample noch einmal durch 16, lassen es durch einen Clock Recovery durchlaufen, der uns dann eben einen Pegel gibt. Also eine 1 ist dann quasi ein Pegel, ein positiver Signalpegel, eine 0 ist dann ein negativer Signalpegel. Der Binary Slicer am Schluss macht uns dann noch 1 und 0 daraus, also ein positiver Signalpegel wird dann eben als ein 1-Bit und ein negativer als 0-Bit ausgegeben. Und dann am Ende hier noch, also dieser Layer 2 sitzt quasi schon hier in dem Bild mit drin, aber da kommt dann der Chris später nochmal dazu. Ja, und dann schicken wir das Ganze per UDP-Sync hier an den Localhost und machen dann die restlichen Layer dann ein bisschen weiter. Genau, also das ist eigentlich das, also was hier in GNU-Radio abgebildet wurde, das ist eigentlich das, was höchstwahrscheinlich in dem Kästchen, in dem Empfänger in Hardware abgebildet ist. Das kann man super günstig eben analog diskret aufbauen, kostet dann auch nichts und verbraucht kaum Energie. Und dann, wenn man eben diesen Bitstream hat, muss eben ein bisschen Software ran. Und das haben wir zum prototypischen Aufbau in Python gemacht. Boah, ist ja schön, man kommt immer schnell zum Ergebnis in Python. Und durch das, dass wir eben diesen EC-Standard gefunden haben, haben wir uns dann mal angelehnt an diesen Standard. Also wir haben da nicht jeden Zweig in diesem Stack nach Normen quasi implementiert, sondern eigentlich nur das, was wir in München auch brauchen können. Also was ausgestrahlt wird, was wir dann auch auswerten wollten. Und geht es eben los mit dem Layer 2. Da braucht man erstmal eine Synchronisierung, weil okay, es kann sein, dass ich jetzt momentan keinen Empfang habe, ich kriege nur Rauschen. Wo habe ich denn überhaupt dann einen Anhaltspunkt, wo ist ein Datenpaket? Und dazu haben die einen Big-Block am Anfang, das sind 16-Bit. Das ist quasi einfach eine Identifikation. Das heißt, wenn ich diesen Datenstream reinbekomme, suche ich immer nach diesen 16-Bit. Und wenn das passt, dann habe ich schon mal eine gute Chance, dass das auch tatsächlich, was danach kommt, so ein Datenblock ist. Und dann gibt es eben vier verschiedene von diesen Bigs. Also ich vergleiche einfach den Bitstream, der reinkommt. Ist es Big 1, 2, 3 oder 4? Und wenn ja, dann mache ich weiter und kann davon ausgehen, dass das, was dahinter kommt, so ein Information-Block, CRC und Parity-Block ist. Und man sieht jetzt hier schon diese fett annotierten Abteilungen. Das sind CRCs und Parities. Und im Vergleich zu den Informationsgehalt ist es schon mal ziemlich viel. Also wenn ich eine normale Datenübertragung habe, habe ich vielleicht gar nicht so viel Parity-Zeugs dabei, weil eine Sicherungsschicht, eine Forward Error Correction, ist eben nur dabei. Und die haben eben gesagt, durch das, dass das ein Broadcasting ist, bauen wir da echt viel CRC und Parity rein und bekommen dadurch eine Robustheit rein. Eben auch durch das, dass es eben auf der vierten harmonischen ist, relativ weit weg und man eigentlich einen guten Empfang braucht, um es rauszubekommen. Genau. Und so gesehen haben wir dann, je nachdem wie viel Payload man dann auch wirklich verschickt, haben wir irgendwas zwischen 13% Overhead bis zu 150% Overhead. Also es kann sein, dass man 150% Overhead nur durch die ganze Sicherung hat, um einfach nur ein paar Bits an Informationen weiterzuschicken. Genau. Wenn das dann ausgepackt ist und ich weiß, okay, dank CRC und Error Correction, das ist wirklich ein Datenblock, mit dem ich was anfangen kann, dann gebe ich das einfach zum nächsten Layer hoch. Und das ist dann Layer 3 und 4, da wird dann die logischen Kanäle sozusagen, also es gibt verschiedene Datenkanaltypen gehandhabt, also es gibt mal diesen Service Channel, nennt sich der, da werden sowas wie aktuelle Zeit, Netzwerkname, also in München ist das MVG, ausgestrahlt, dann ein Scheduling, also dass der Empfänger weiß, okay, zum Zeitpunkt X kann ich eine Nachricht für mich erwarten, kann dann zum Beispiel in der Zwischenzeit schlafen gehen
Dann gibt es potenziell die Möglichkeit, dass man noch eine alternative Frequenzliste aussendet. Das heißt, ähnlich wie bei RDS, wenn der Empfänger merkt, okay, der Empfang ist heute auf 90 MHz echt schlecht, dann wechsle ich auf, keine Ahnung, irgendwas anderes. Ist jetzt in München nicht genutzt, aber potenziell wird das funktionieren. Und wenn man jetzt schon mal weiterdenkt, was könnte man mit diesem Protokoll so für Spaß treiben, könnte man schon mal sagen, ja okay, was wäre, wenn ich jetzt diesem Empfängerkästchen eine alternative Frequenztabelle unterjubel, die mit der Realität gar nichts zu tun hat. Zum Beispiel eine Frequenz, auf der ich selber sende. Das heißt, ich jubel ihm eine Frequenztabelle unter, störe dann den eigentlichen Sender. Der Empfänger würde dann auf meine mitgeteilte alternative Frequenz wechseln und dann habe ich ihn quasi entführt. Also er würde dann nur noch meine Frequenz hören. Und dann könnte ich zum Beispiel anzeigen lassen, was ich will. Und so gibt es in dem Protokoll eigentlich einige, sagen wir, Inkonsistenzen. Die Version von dem Standard, den wir jetzt da haben, der ist auch, sagen wir mal, voll mit also allein schon Rechtschreibfehlern, aber auch logischen Fehlern. Das haben wir dann bei der Implementierung oft gemerkt, dass das, was ankommt, eigentlich nicht so viel mit dem hat, zu tun hat, was in dem Standard steht, aber ist ja öfters mal so. Und ja, also viel Raum für Spaß. Dann gibt es eben noch diese Short-Message-Channels, also kleine Nachrichten, die in einen Block reinpassen. Long-Message-Channel, das sind dann fragmentierte Daten, das heißt, vielleicht so ein Name von der Buslinie, Endhaltestelle, Eidenbachstraße oder sowas. Und vielleicht noch ein paar mehr Metainformationen, das ist dann eben so lang, dass es nicht in so einen einzelnen Datenblock reinpasst. Deswegen gibt es eben einen Mechanismus zur Fragmentierung, dass ich mehrere Pakete aufsammle und dann wieder zusammenbaut zu einem größeren. Und dann gibt es noch die Block-Message-Channel, das ist dann eher so ein Informationspaket am Anfang von einem großen Frame, wo ich dann mitteile, für wen ist diese Nachricht überhaupt und wer soll jetzt überhaupt aufpassen. Weil jedes Schild hat eine ID und es wird einfach durchgängig gesendet, immer ID 1625, 1626 und das Schild mit der jeweiligen ID passt dann eben zu der Zeit auf und dekodiert die Daten. Die anderen sagen dann, okay, das war jetzt nichts für mich, dann schlafe ich weiter. Genau, im Layer 5, wenn das dann alles wieder zusammengebaut ist, sind wir schon fast am Anwender sozusagen dran. Da ist dann mit eingebaut, dass man entweder Dateien verschicken könnte, oder Packet Information Protocol nennt sich das hier, also das heißt, so eine Art TLV-Mechanismus ist dann dort bereits eingebaut, das heißt, ich habe einfach ein Type- und Length-Informationsfeld und da kann die Applikation, ob das jetzt so ein Bus-Anzeigeschild ist oder in den Vereinigten Staaten gibt es sowas wie eine Katastrophen-Warn-Broadcasting auf der gleichen Technologie, da kann man das dann jeweilig schon auspacken. Und genau, da fängt dann, nachdem man diese Sache wieder ausgepackt hat und auf jeder Schicht sind dann natürlich wiederum CRCs drauf, kann man das dann zur Applikation, also zur proprietären Implementierung von dieser Bus-Informationsgeschichte. Also diese Firma hat dann eben als Layer 6 und 7 was Proprietäres gebaut und da kann jetzt der Jens mehr dazu sagen. Genau, also wie gesagt, Layer 1 bis 5 sind standardisiert im ETSI-Standard, Layer 6 und 7 leider nicht, also jetzt geht das richtige Reverse Engineering los. Ist ja so, die Windy Tan hat ja für Oslo, war es glaube ich, oder nee? Helsinki, Entschuldigung. Für Helsinki das Ganze schon implementiert gehabt und angefangen zu dekodieren. Leider war das allerdings eine andere Version. Also das hat zwar sich ähnlich verhalten wie unseres, allerdings es war jetzt bei weitem nicht jedes Bit gleich. Das heißt, man konnte sich schon ein bisschen daran orientieren, wie es ungefähr funktioniert, aber insgesamt waren da doch viele Nächte, wie man hier so sieht, mit ausgedruckten Hexzahlen, Markierern und einfach mal suchen, okay, wo finde ich hier irgendwie ein Bild? Genau, am Ende kam man dann auf dieses Ergebnis, nach vielen Nächten bei uns im Club, wo man sich immer die Nachrichten angeschaut hat, die gerade reinkamen, live dekodiert hat. Und kann es ein bisschen schlechter lesen, aber auf jeden Fall hier unten sieht man jetzt so eine Long Message.
Die wird exakt alle 24 Stunden einmal gesendet. Das heißt, wenn so ein Bushaltestelle in dem Moment gerade keinen Empfang hat, dann hat sie für 24 Stunden lang keine Informationen, welche Buslinien gerade an ihr vorbeifahren. Und jetzt sieht man hier unten, also man hat hier am Anfang eben immer so eine Standard-Block, also das ist quasi Identifier dafür, dass es so eine Buslinien-Nachricht eben ist, also eine 1. Dann kommt die ID der jeweiligen Bushaltestelle. Dann zum Beispiel Sachen wie Länge, dann wieder irgendwas, was immer gleich ist, eine Sequence-Number. Bei der Sequence-Number ist folgendes, an der Bushaltestelle halten ja auch mehrere Busse an, Buslinien, und die sind einfach durchnummeriert von 0 bis 255. Dann geht es immer so weiter, dann wieder ein paar so Liniennummer, also Buslinie 33 ist dann hier mal in, als normale Zahl einkodiert, dann wieder als ASCII einkodiert. Und irgendwann kommt dann eben dann dieser Destination String, also hier in dem Fall jetzt hier Eibenbachstraße. Und dann direkt danach dann wieder noch so eine Sequence-Number-Identifizierung, wo wir nicht so 100% genau wissen, was sie sind. Wir wissen halt nur, sie sind jede Nachricht gleich. Und am Schluss noch diese ganz hinten, der letzte türkise Block, die 54, sind noch recht wichtig, weil das ist das Byte-Offset, in dem die, das jeweilige Schild, in der, wo ich gleich noch drauf komme, in der Zeitnachricht, also wann die Buszeiten, wann die Busse kommen, nachschauen muss, in welchem Byte-Offset in dieser Nachricht sich für diese Buslinie die Information befindet. Das ist quasi ein Pointer auf die Information für die Zeit. Genau. Ups, das war jetzt so. Genau. Das ist jetzt die Zeitnachricht. Die wird alle 6 dieser großen Frames gesendet. Also in jedem 6. Frame ist die enthalten, macht ungefähr eine Update-Rate von 30 Sekunden bei 16 Kilobit pro Sekunden. Also ein Frame dauert ziemlich genau 5 Sekunden. Genau. Und dieser Zeitnachricht sind jetzt für mehrere Bushaltestellen gleichzeitig die Abfahrtszeiten, also was sie anzeigen sollen. Und das Byte-Offset, das ich vorhin gezeigt habe, ist quasi ab welchem Offset in dieser Zeitnachricht das Ganze beginnt für das jeweilige Schild. So eine Zeitnachricht sind immer genau 6 Byte lang, und jede Zeile, wir haben vorhin gesehen, das Bushaltestellen-Schild hat 3 Zeilen, und jede Zeile bekommt hier 2 Byte, wovon quasi die ersten paar Byte noch ein paar Identifiers sind. Also wenn das erste Bit im ersten Byte eine 0 ist, dann soll eine Zeit angezeigt werden. Wenn hier eine 1 ist, heißt, okay, hier kommt gerade keine Buslinie, zeigt bitte nichts an. Dann gibt es noch einen Zähler mit drin, und dann am Ende die hinteren Bits sind dann einfach die anzuzeigende Uhrzeit in Integer, in unsigned int. Genau. Dann gibt es noch, also neben diesen regelmäßigen Nachrichten, unregelmäßige Sondernachrichten, wie zum Beispiel, wie man hier sieht, so Verspätung wegen Fahrwerkstörung oder Verspätung wegen starken Verkehrsaufkommen. Die werden immer auch geschickt auf demselben Kanal, wie normalerweise die, also ich mir hier vorne auch mit der 0x001, wo eben auch die Stationsnachrichten angezeigt werden. Und kurz danach kommt immer noch, sehen wir hier unten ein bisschen, so eine kurze Nachricht, die vermuten wir haben es noch nicht genau herausgefunden, angibt, ob diese Nachricht angezeigt werden soll oder nicht. Hier sind auch noch ein paar Bits, die wir jetzt nicht so hundertprozentig wissen. Zum Beispiel das letzte Bit ist meistens eine 1. Ja, das letzte Byte ist meistens eine 1, manchmal aber auch eine 2, 4 oder 5. Also was ist so hundertprozentig heißt, so wissen wir noch nicht. Vielleicht irgendwie, wie lange diese Nachricht angezeigt wird, ob sie durchscrollen soll oder ähnliches. Das gilt alles noch herauszufinden. Ja, mit solchen würde man senden, können wir damit bestimmt auch lustige Sachen machen, wie, keine Ahnung, Zombie-Apokalypse auf dem Marienplatz oder ähnliches. Genau, dann gibt es noch ein paar weitere Nachrichten. Es gibt zum Beispiel so Aktivierungs-Deaktivierungsnachrichten. Das heißt, wir haben ja vorhin schon gesehen, es wird immer gesendet, welche Buslinien dran vorbeifahren. Wenn jetzt zum Beispiel durch einen Fahrplanwechsel fuhren vorher 5 Linien vorbei, nach dem Fahrplanwechsel fahren nur 4 Linien vorbei. Das heißt, man möchte die 5. Linie löschen. Dann gibt es eben hier auch Nachrichten, die dann täglich einmal gesendet wird, welche dieser Stationsnamen überhaupt gültig sind. Da haben wir mittlerweile herausgefunden, nachdem wir mal 24 Stunden lang aufgezeichnet haben, dass morgens um ungefähr 6:30 bis 7 an alle Stationen eine Nachricht geschickt wird. Auch nur mit ein paar Byte drin, und da vermuten wir, dass es Aktivierung, Deaktivierung von der Hintergrundbeleuchtung ist.
Und dann gibt es noch eine Reihe an unbekannten Nachrichten, die wir einfach noch nicht herausgefunden haben, was sie bedeuten würden, wo man noch ein bisschen weiter reverse-engineeren müsste. Ja. Das Zwischenergebnis. Genau. Ja, also man kann viel Zeit drin versenken, auf Zahlen zu starren. Oft ist es gar nicht so kompliziert, wie es scheint, wenn man mal dahinter kommt. Also es hilft viel, einfach viele Daten zu haben, die man vergleichen kann. Wenn man immer nur irgendwie drei Pakete hat und denkt, ja, was soll jetzt das sein, weiß man nicht. Aber wenn man Regelmäßigkeiten findet und dann vielleicht noch einen Zusammenhang zwischen der Tages- oder Uhrzeit hat, wo das abgeschickt wurde, kommt man oft auf wunderbare Zusammenhänge. Und im Endeffekt war dann der Schluss, ja, um auf diese geheimen Felder oder diese immer gleich Felder schließen zu können, braucht man viel mehr Daten. Und unsere prototypische Implementierung da in Python, da will ich eigentlich gar nicht so gerne drüber reden. Das war eben mit so einem Bitstring-Module, das furchtbar langsam ist. Also Bit-Operationen in Python, nicht in C, nicht NumPy oder sowas. Furchtbar langsam, also nicht echtzeitfähig. Und deswegen haben wir gesagt, okay, diesen Layer 2, der das CRC und die ganze Error Correction macht, den müssen wir nochmal in schnell haben. Und deswegen haben wir den Layer 2 nochmal in GNU-Radio implementiert, also in C++ mit einer, auf jeden Fall, ich glaube, im 20-fach besseren Performance. Das heißt, wir können dann diesen Block direkt ins GNU-Radio-Modell einfügen und der macht uns dann eben diese Synchronisation und Fehlerkorrektur. Und dann können wir eben hinten eine File-Sync oder eine UDP-Sync anschließen und dann eben Layer 3, 4, 5 dann wiederum mit dem gleichen Python-Skript weiterverarbeiten. Wenn man irgendwie noch ehrgeiziger wäre, können wir natürlich auch den ganzen Stack schön performant in C++ abbilden. Oder man hätte gleich mit NumPy gearbeitet, dann hätte man sich das sparen können. Wie auch immer, auf jeden Fall haben wir jetzt eigentlich ein schönes System, das wir an beliebigen Stellen auftrennen können. Das heißt, wir hatten jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir bei uns im Club einen Rechner ständig laufen lassen mit gutem Empfang, mit Antenne auf dem Dach. Der hat dann die Demodulation und Layer-2-Dekodierung gemacht und hat dann über UDP an einen entfernten Rechner daheim eben die Daten für Layer 3 bereitgestellt und dort konnte man dann eben einen Dump anfertigen und konnten dann über 48, 96 Stunden lang Daten sammeln. Und die eigentliche Arbeit wäre dann, dass man das irgendwie in eine Datenbank oder so einträgt und dann noch weiter irgendwie Zusammenhänge finden kann, wo dann die Felder immer gleich sind, zu welchen Uhrzeiten. Und hier sieht man eben diese Implementierung von dem Block in GNU-Radio und ja eben, also dieser Ausblick, der kommt dann später noch. Aber wir haben es ja nur kurz angedeutet, was wäre denn, wenn man irgendwie eine Senderichtung hätte? Genau, da haben wir uns natürlich auch damit beschäftigt, dass, ja, das ist wahrscheinlich immer der erste naheliegende Gedanke, der man sich da macht. Dazu jetzt erstmal einen kleinen Disclaimer. Senden auf Frequenzen, wo man nicht senden darf, mit Geräten, die keine Zulassung dafür haben, ist kritisch, macht man nicht. Genau, dagegen spielt schon mal das Telekommunikationsgesetz, Paragraph 55, sagt eindeutig, was, wie, wo, wann man wo darf. Dank der Verfügung Nummer 7 der Bundesnetzagentur haben wir hier eine kleine Lücke, und zwar sind es die, wo wir alle kennen, diese kleinen FM-Transmitter fürs Autoradio, die dürfen auf diesen Frequenzen zwischen 87,5 und 81 MHz senden, mit einer sehr beschränkten Sendeleistung von 50 Nanowatt. Und es muss unbedingt ein Audiosignal mit übertragen werden. Jedoch, die Bandbreite reicht für DAC aus. Es ist nicht beschränkt, dass wir Zusatzsignale übertragen. Ja, also kann man schön rickrollen und dann ist das alles natürlich mit der begrenzten Sendeleistung legal. Gut, 50 Nanowatt sind nicht viel, gegen 25 Kilowatt anstinken, klingt jetzt erstmal unmöglich. Aber wir haben uns einfach eine Bushaltestelle erstmal gesucht, möglichst weit im Süden von München, weil der Sender steht ganz im Norden von München, also man geht möglichst weit im Süden und haben eine Bushaltestelle gefunden, die an sich schon mal keinen Empfang hat, weil sie nämlich direkt neben einem Zaun eines Fußballplatzes steht, ein Maschendrahtzaun, und der anscheinend recht gut blockt. Und da haben wir jetzt erstmal die Möglichkeit gesehen, da könnte was gehen.
Genau, da wäre jetzt erstmal die naheliegende Attacke quasi, macht eine Replay-Attacke. Das heißt, wir nehmen aufgezeichnete Signale von irgendeinem Zeitpunkt und tun die zum Beispiel nachts an der Stelle aussenden, zu schauen, ob plötzlich Uhrzeiten angezeigt werden, die tagsüber kommen. Das Problem war, wie wir vorhin schon erwähnt haben, ist, dass diese Stationsnachrichten nur alle 24 Stunden geschickt werden. Hatten wir einfach zu dem Zeitpunkt genau für dieses Schild, da das irgendwie morgens um zwischen 7 und 8 Uhr wird die Nachricht für dieses Schild gesendet, da waren wir irgendwie nie wach oder in der Arbeit. Und deswegen haben wir leider für dieses genau dieses Schild keine Aufzeichnung, also ging das leider nicht. Genau, und nun, wir haben es trotzdem probiert. Also wir wissen nicht, wer das ist, aber ja. Genau, also wir haben uns hier eine kleine Antenne gebaut mit ein bisschen Gewinn und dann eben entsprechend natürlich darauf geachtet, dass wir diese 50 Nanowatt Sendeleisten nicht übersteigen und haben uns direkt neben das Schild. Also das Schild ist jetzt hier quasi genau rechts von der Antenne ist die Rückseite, wo der Empfänger liegt und hier links hinter den Büschen sieht man den Zaun. Vielleicht ein bisschen, wahrscheinlich auf dem Beam jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, wir haben uns da eben mal hingesetzt. Das war am letztes Wochenende, Samstag. Ja, genau, es war letztes Wochenende, also kurz vor knapp. Genau. Jetzt mussten wir das Signal natürlich selber erstellen. Ja, wir hatten eben kein aufgezeichnetes Signal. Okay, jetzt haben wir immer das Problem der Diskrepanz zwischen Sender- und Empfängerimplementierung. Meistens so ein Empfänger zu implementieren ist recht einfach. Man schaut einfach, wie wir eben es gemacht haben, okay, welche Bits müssen hier wo sein und ja, das könnte schon irgendwie was heißen. Wenn man eine Encodierung implementieren möchte, muss man sich natürlich genau an den Standard halten, weil man ja keine Ahnung hat, wie der andere den Empfänger, an den man hier senden möchte, implementiert hat. Wir haben uns laut diesem Zettel eben dann eben versucht, möglichst an den Standard zu halten, haben eine simple Version dieses Sendestacks dann auch schnell in Python zusammengehackt und implementiert. Es gibt 1 Million Einstellmöglichkeiten in Headern. Also zum Beispiel, wir wissen nicht, wie reagiert das Empfängerschild auf ein bestimmtes Bit, das in den Headern gesetzt ist, wie zum Beispiel um welche Uhrzeit das immer gesendet wird, in welchem Rhythmus die einzelnen Nachrichten kommen und ähnliches. Und leider war das Empfängerverhalten unklar an der Stelle und das Einzige, was wir geschafft haben, war das Schild auszuschalten. Also genau, also kurzfristig, ja, es hat hin und wieder mal kurz Empfang. Dann stand eben hier mal dran, nächste Bushaltestelle Eibenbachstraße. Ja, und plötzlich stand bitte Fahrplan beachten dran. Also wir haben wohl das ein oder andere Bit nicht richtig gesetzt. Also wir haben ganz kurz noch, also wir haben natürlich den Sendestack mit unserem Empfängerstack erstmal versucht zu verifizieren. Also so wie wir den Empfänger implementiert haben, würde unsere Senderichtung passen. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie das Schild wo reagiert. Genau, und es ist eben unklar, ob quasi das Schild so eine Art Bewusstsein über längeren Zeitraum hat. Also ob es reicht, dass man kurzzeitig da irgendwie ein paar Frames selber rausschickt oder ob das Schild eine längerfristige Integrität abprüft. Also ob quasi schon seit einer Stunde diese Nachrichten irgendwie integer sind und passen oder ob wir da jetzt kurz mal hingehen können und irgendwie einen Ticker einspielen können. Das ist eben noch unklar und deswegen ja, wollen wir eben noch weiter verifizieren, dass unsere Senderichtung passt, beziehungsweise diese Replay-Attacke nochmal machen mit Daten, die wir auch haben und dann schauen wir mal. Genau. Zum Beispiel beim Punkt, wie geht's denn weiter? Ja, sauber arbeiten, also den ganzen Stack vor allem in der Senderichtung mal so implementieren, wie es eigentlich vom Standard auch wirklich gedacht ist. Und dann eben um diese geheimen Felder, wo wir noch nicht so genau wissen, was die Informationen darin bedeuten, weil es könnte ja sein, dass die auch wichtig sind, wollen wir irgendwie eine Datenbank aufbauen, wo wir dann eben diese Daten der verschiedenen Layer reinschreiben, um dann auch nach bestimmten Gleichheiten zu suchen. Und ja, vielleicht so als kleinen Service, vielleicht einfach auf einer Website die empfangenen Daten von einem Empfänger, den wir irgendwo hinstellen, live on air stellen, einfach so aus ja, wenn wir es können. Es ist halt an sich ein witziges Projekt gewesen, weil man eigentlich mit schmalem Geldbeutel oder wenig Dingen viel Spaß haben kann. Also wir haben da echt gut Zeit versenkt. Im Endeffekt reicht mal wieder so ein 10 Dollar RTL SDR-Stick für die ganze Geschichte. Wie gesagt, die Antenne, die spielt halt eine gute Rolle. Also wenn die gut ist, dann kann man eben das Signal auch gut empfangen. Und um diese ganze Sendeverifikation zu machen,
hat man glücklicherweise vom MOOC-CC einen USRP zur Verfügung und konnten dann quasi mit dem USRP senden und mit einem RTL-SDR-Stick empfangen und konnten dann quasi so als eine Testbench sogar mit analogen Zwischenschritt testen, ob unsere TX- und RX-Implementierung irgendwie funktionieren könnte. Genau. Ja, die ganze Sache ist natürlich auf GitHub, also die ganzen Implementierungen der Stacks, die ganze Dissection von dem Layer 6 und 7 ist online, also wer sich das mal anschauen will. Ja, schade ist halt, dass zum Beispiel in Berlin oder Hamburg oder sowas das System nicht deployed ist, aber wir haben auch Aufzeichnungen, also RAW-Daten von empfangenen Signalen online gestellt. Das heißt, es ist so ein 1,1 Gigabyte Dump, den kann man sich mal runterladen. Das ist auch der in dem SDR-Workshop verwendet wurde. Das heißt, wer Lust hat, einfach mal das zu sehen, wie das funktioniert und wo in den verschiedenen Layern irgendwelche Daten rausfallen, ist herzlich eingeladen, dass er sich mal das holt. Also das ist unserer Meinung nach ein echt schöner und überschaubarer und machbarer Einstieg in diese ganze Reverse-Engineering-Geschichte von digitalen Signalen. Also das, am einfachsten ist natürlich irgendwie so eine Funksteckdose oder sowas, aber wenn man einen weiteren Schritt in so ein bisschen anspruchsvollere Geschichten wagen will, dann ist das auf jeden Fall cool, weil es gut dokumentiert ist, allein schon von dem Standard her und andererseits einfach kleine Pakete, man braucht nicht viel Zeit, nicht viel Rechenleistung, es ist keine Krypto drin erstmal. Und man kann eigentlich echt viel Spaß damit haben. Und ja, vielleicht kann man sich ja irgendwann mal selber so einen kleinen Broadcast-Sender auf dem Camp hinstellen oder sowas, um irgendwelche Fahrplandaten oder sowas zu broadcasten. Fahrplan. Ja, Fahrplan. Ja. Genau, zu dem Thema noch ein kleiner Hinweis. Heute Nachmittag um Sek, wie viel Uhr? Um 18.30 Uhr ist auch noch der zweite Teil für den GNU Radio Advanced Workshop, in dem wir, glaube ich, oder der SEC ein Funkthermometer reverse-engineeren wird und zeigen wird, wie man das macht. Das ist so eine kleine Anwendung, wo man quasi mal anfängt, wie komme ich von Funkwellen zu Bits und am Ende zu einem Ergebnis. Ja, das war's auch schon. Genau. Um 13 Uhr. Ist auch jetzt schön, 13.37. Aha. Ja, da haben wir lang drauf geübt, dass wir jetzt fertig sind, 13.37. Ganz unten ist noch der Link zu dem Repo. Kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Und die Präse, die werden wir dann wahrscheinlich auch noch irgendwie als PDF online stellen oder so. Genau. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja, bitte. Also die Frage war, ob man diese ganze Sache auch tragbar irgendwie mit dem Handy implementieren könnte. Haben wir exakt schon mal drüber nachgedacht, weil es gibt ja gerade von Samsung, die Samsung-Handys haben einen FM-Receiver drin, da wo es auch schon Implementierungen gibt für FM-Software, die RDS empfangen. Wir haben es noch nicht genau angeschaut, aber wenn die Breitbande genug sind und quasi wir auch diese 76 kHz, also eben bis 94 kHz mit empfangen können, wir haben es noch nicht detailliert angeschaut, aber theoretisch ist es möglich. Also die benötigte Rechenleistung reicht definitiv aus von so einem Smartphone. Ja. Sek? Als Vorwerk kann man mit dem USB-Undercover-Adapter auch ein RTL-Stick an den Anbieter anschließen und auch im Anbieter das empfangen. Das kostet dann allerdings heute mehr. Also der Kommentar war, dass man eben auch über OTG-Adapter RTL-Stick an beliebige Smartphones anschließen kann. Genau. Sonst noch irgendwelche? Ja, bitte. Habt ihr denn schon den Münchner Verkehrsverbund mal kontaktiert mit der Frage, ob ihr euch da gut rauskommt? Der Kommentar war, ob man mit der MVG schon mal gesprochen hatten hinsichtlich dieses Themas? Ja, wir nicht persönlich, allerdings habe ich beim Googlen, bei Google immer nach dem Thema was Interessantes gefunden, und zwar hat jemand auf unserem Allerlieblingsforum microcontroller.net die Frage schon mal gestellt. Und hat wohl auch der MVG eine E-Mail geschrieben und die Antwort von der MVG war, nein, tut mir leid, wir können Ihnen hier keine Hinweise geben und außerdem ist es alles hochverschlüsselt, weil sicher und so. Also wir haben,
interessante Weise, der Standard sieht eine Verschlüsselung vor, also man kann auch Signale verschlüsseln, also gegen, also zum Beispiel CI schützen, also in irgendeiner Form, also der Standard sieht, glaube ich, vor, dass ein XOR mit einem festen Schlüssel. Ab Layer 3 ist theoretisch eine hochsichere XOR-Verschlüsselung drin. Naja, und der Rest ist halt eigentlich Sache der Application. Also was ich dann in Layer 6 und 7 mache, das ist ja dann mein Bier. Und wenn ich da eine Krypto drauf mache, dann kann ich das gern tun. Also wir haben auch irgendwo gelesen, dass das tatsächlich teilweise auch für militärische Anwendungen irgendwo verwendet wird. Ob das tatsächlich im Einsatz ist, kann man auch nicht sagen. Also angeblich, es gibt es in Schweden mit diesem Dark und das Netzwerk über ganz Schweden, also weil Schweden ist anscheinend ziemlich FM-Sender ausgebaut, wo das Militär Atomraketenwarnungen drüber schickt. Aber ja. Und in den Staaten gibt es so eine Art Pager-Dienst, wo man quasi da, wo es eben in den Staaten FM-Sender gibt, das ist ja auch nicht überall, kann man eben so einen Dienst abonnieren, bei dem man dann quasi Nachrichten versenden kann, um Leute irgendwie zu warnen vor irgendwelchen Fluten oder Hurricanes oder wie auch immer. Genau. Ja, bitte. Sie sind, dass die Daten in alle Sender via 5G gestellt werden, dass der jetzt dann aussendet, aber auch über diesen Sender, nicht über das ganze Sendernetzwerk in Bayern? Genau, also die Frage war, ob die Daten BR5 zur Verfügung gestellt werden und auch nur auf dem einen Sender ausgestrahlt werden. Ja, dem scheint so. Also ich denke mal, die haben da bei dem Sender in Ismaning, die haben ab und zu mit Tag der offenen Tür, wir haben es leider nicht geschafft, mal hinzugehen, da eine Kiste hingestellt haben, wo die MVG dann irgendwie die Daten einspeisen kann und dann wird es quasi lokal versendet. Also es macht in dem Sinne ja auch Sinn, dass es nur über diesen einen Sender ausgestrahlt wird, weil die MVG-Daten in Nürnberg zu empfangen, macht wahrscheinlich in dem Fall nicht so viel Sinn. Ja, noch? Direkt Anschluss dazu, der Bayerische Rundfunk ist öffentlich-rechtlich. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, über das Informationsfreiheitsgesetz vielleicht ein Unterladen daran? Also die Frage war, durch das, dass BR5 öffentlich-rechtlich ist, ob man irgendwie Möglichkeiten hat, über das Informationsfreiheitsgesetz an Daten zu kommen. Ich glaube, ich sehe da eher wenig Chancen, weil die werden sich wahrscheinlich ablachen, weil sie denken, das ist nicht wichtig. Also das ist ein Service, das ist ein Luxusfeature von der ganzen Geschichte. Und warum soll man da über irgendwelche proprietären Implementierungen? Man muss ja dazu sagen, das ist ja eine Firma, die diese Geräte anbietet und verkauft. Warum soll man da an irgendwelche internen Daten kommen? Das wissen die wahrscheinlich selber nicht. Die haben wahrscheinlich da irgendwie 450 Geräte gekauft, die haben das eingeschraubt, haben den Sender, das Sendekästchen bekommen, haben das angeklemmt und sind wieder heimgefahren. Genau. Sonst noch Fragen? Ja, bitte. Nachdem wir jetzt ungefähr wissen, wie das System funktioniert, wie würdet ihr denn sowas implementieren, wenn ihr denn selber irgendwann mal ein Fahrplansystem aufbauen müsstet? Jetzt von mir aus auch in München. Die Frage war, nachdem wir wissen, wie es funktioniert, wie wir es denn selber machen würden. Also an sich finde ich das Protokoll schon gar nicht so schlecht. Also durch das, dass es so eine hohe Fehlerkorrektur und Redundanz hat, ist es eigentlich für so Information Broadcasting mit geringem Informationsgehalt, also nicht ausufernd vielen oder großen Daten, eigentlich schon ziemlich cool, weil du mit relativ geringer Sendeleistung und Off-the-Shelf-Hardware eigentlich gut Sachen über die Luft bringen kannst. Du brauchst einen super Empfang, damit du auch valide Daten hast. Und von dem her finde ich das schon ganz okay, so wie die das gemacht haben. Genau. Ich denke auch, also vor allem München hat nicht nur diese Schilder, es gibt auch diese LED-Anzeigen an Straßenbahnhaltestellen, die werden entweder über Kabel gespeist oder über Betriebsfunk digital. Da haben wir uns zumindest noch gar nicht genau damit beschäftigt. Also diese Bushaltestellenschilder sind jetzt wirklich dafür gedacht, für irgendwelche einsamen Bushaltestellen, mehr oder weniger halb in der Pampa, wo man jetzt eben keine Leitung hat, weil die eben auch durch den Batteriebetrieb ohne Strom funktionieren. Und ich glaube, für diese Anwendung ist der Standard nicht schlecht. Vor allem gerade die Sache, ich muss nicht irgendwo nochmal einen Sender hinstellen, sondern den gibt es halt schon, der ist halt da. Also grundsätzlich klar, hier und da an ein paar Ecken, vor allem der Standard ist eben ein paar Stellen, also teilweise ein bisschen zu viele CRCs. Also wenn ich manchmal hat man den Eindruck, dass sie zu viel wollten. Also die haben halt echt viele, also wenn man sich diesen Stack mit den verschiedenen Layern, was da für verschiedene Nachrichtentypen gibt und so, das verzweigt sich echt sehr stark ab einem gewissen Punkt. Und da hat man manchmal das Gefühl, die wollten irgendwie die eierlegende Wollmilchsau hinstellen. Und wir haben in dem Sinne ja Glück, dass die MVG da mehr oder weniger nur einen Zweig mit diesen Long Messages nutzt und wir dann auch nicht total ausufernd diesen Stack implementieren mussten. Aber prinzipiell ist das Ding schon sehr mächtig.
Ja, bitte. Also die Frage war, ob man statt einem CRC das irgendwie signieren würde mit einem Shared Key oder so. Nein, ich denke, das ist auch immer, also wenn man das, während wir es versucht haben zu verstehen, auch oft gedacht, naja, warum haben die das so gemacht? Aber oft ist es einfach nur der Trade-off, wie viel kostet es zu implementieren? Habe ich einen Ingenieur, der sich damit auskennt oder der da Bock drauf hat? Oder machen wir es einfach so, wie wir es schon seit 12 Jahren machen? Und so einen blöden CRC da reinzubauen, ist wahrscheinlich in dem Moment, bei denen, oder als der Standard entstanden ist, das ist glaube ich auch schon wieder 20 Jahre her oder so, wahrscheinlich nicht so en vogue gewesen, dass man irgendwie sophisticated Key Sharing oder sowas mit einbaut. Ja, damals hat man wahrscheinlich nicht gedacht, dass es so billig und günstig sein könnte, mit einem SDR hier so ein System zu entschlüsseln. Genau. Ja, das würde, ja genau, also ja. wenn man auf den Punkt, was man anders machen würde, ja. Also das wäre genau zum Beispiel ein Punkt, irgendwie Integrität, Authentizität mit einführen. Das ist natürlich die Frage, nehmen wir an, also jetzt, wir sind natürlich nicht böse, aber wenn jetzt, keine Ahnung, jemand stellt sich einen 100 Kilowatt Sender irgendwo hin, den er, wenn er genug Geld hat, locker beschaffen kann und donnert mal komplett München drüber und zeigt dir komplett falsche Abfahrtszeiten an oder lotst vielleicht sogar unbedacht Passanten zu Buslinien, die sie gar nicht wollen oder keine Ahnung, man könnte sich alle möglichen eigenartigen Angriffsszenarien, die irgendjemand machen würde, vorstellen. Also so ist natürlich so eine öffentliche Information, ist jetzt wieder so eine Schwere, okay, will man es offen halten? Ich meine, es ist eine öffentliche Information, jeder soll sie lesen können, aber dadurch, dass sie auch theoretisch jeder schreiben kann, ist es ja ein paar Stellen fragwürdig. Wenn man sagen, diese Bushalteschilder sind jetzt vielleicht keine sensitive Information, aber wenn man sagt, okay, man macht da wirklich irgendwie Hurricane-Warnungen drüber oder okay, evakuieren alle raus, dann sind das schon mal andere Kategorien an Daten, die man vielleicht dann doch irgendwie anders schützen will. Und vor allem sicherstellen will, dass nicht jeder x-beliebige solche Daten erzeugen und aussenden kann. Es gibt da vielleicht auch irgendwelche Konzepte überlaufen. Also ich meine, die machen das, was man auch kann. Die Frage war, ob wir wissen, ob auch irgendwie kritischere Sachen wie Ampeln oder sowas damit gesteuert werden. Ich denke, das ist alles ein bisschen. Also in anders. München nicht. Ja. Also in München gibt es natürlich nur diesen einen Sender, der es ausstrahlt, der sendet nur diese Nachrichten aus. Also man sieht immer diese verschiedenen Subchannels, die es gibt. Und da gibt es nur die Subchannels, die für die Busnachrichten zuständig sind. Und genau, das schon. Ja, aber diese Ampel mit, das sind dann meistens, da kommen die, diese Antennen mit Kästen sind dann meistens wie nennen wir die? Tatütata. Boss? Genau. Also Bossfunk, wo dann quasi ein Krankenwagen die Ampel auf grün schalten kann oder die grüne Welle hervorrufen. So ähnliche Dinge. Muss ich ja auch mal anschauen. Ja. Auf jeden Fall ist es, also man kommt genau auf solche Dinge, indem man eben sich so einen RTL-Stick holt und einfach mal Wasserfalldiagramme anschaut, weil ich glaube, der Apollo ist auch nur draufgekommen, indem er eben mal durchs FM-Band irgendwie gescrollt ist und gesehen hat, hey, das sind digitale Signale. Also RDS hat er wahrscheinlich nur erkannt, aber was soll da dieser Balken neben RDS? Und so sieht man eben vielleicht Aussendungen auf Frequenzen, wo sie eigentlich nicht sein sollen oder man vielleicht im allgemeinen Verständnis nicht weiß, dass es es da gibt. Und von dem her kommt man dann vielleicht auch auf irgendwelchen ISM- oder Boss-Frequenzen auf lustige Datenkanäle. Ja, bitte. Ihr habt jetzt das UKW-Band genauer angeschaut. Ich hatte mal gehört, dass es Also die Frage war, ob wir uns damit schon mal beschäftigt haben, dass sowas Ähnliches auch bei DAB gibt. Ich glaube, der Jens kann da. Ja, ich habe gestern mit jemandem gesprochen aus Nürnberg. Da ist es anscheinend so, weil es gibt wohl in Nürnberg auch ein ähnliches Bushaltestellenanzeigesystem, allerdings haben die kein Signal im FM-Band und anscheinend. Okay. Jetzt hast du dich geoutet. Genau, aber genau, er war es. Also wenn ich richtig verstanden habe, war es so, dass es mal eine Kanalumstellung im DAB-Band gab und gleichzeitig irgendwie für 24 Stunden die Anzeigen auch umgestellt werden mussten. Und deswegen.
Es ist natürlich nicht nachgewiesen, aber die Wahrscheinlichkeit nahe. Dazu kommt, dass der Dark Standard ab Layer 2 oder 3, ich weiß gar nicht genau, vorsieht, dass er DAB-kompatibel ist. Das heißt, man könnte quasi wahrscheinlich Layer 1 und 2 austauschen und der Rest dahinter wäre wieder kompatibel. Aber natürlich sieht DAB auch andere Datenübertragungswege vor, also deutlich andere. Also es ist möglich, dass der Standard hier aufgeschnitten wurde und auf DAB adaptiert, in anderen Städten, aber wir wissen es nicht. Also wenn es möglich wäre es, ja. Durch das, dass es ein Etsy-Standard ist, kann auch eigentlich jede Firma den verwenden, kaufen, implementieren und so machen, wie sie will. Also das war halt jetzt das Glück, dass in Helsinki, Stockholm und München die gleiche Firma die Schilder an die Wand geschraubt hat. Aber vielleicht gibt es noch drei andere Firmen, die das alles ein bisschen anders machen. Bitte? 10 Minuten. Okay, danke. Ja, okay, danke. Hinten, bitte. Okay, also Augsburg ist wohl jetzt auf DAB. Genau. Ja, bitte. Die Frage war, ob es in Helsinki auch über einen Radiosender läuft, der kein Stereosignal hat. Ja, also die UNA hat das alles mit RTL, FM und SOX und Perl-Skripten gemacht. Also auch ziemlich straightforward. Und die hatte auch den Luxus, dass sie nicht auf diesen Stereopegel aufpassen musste. Vielleicht, weiß man nicht. Genau, also es ist kein Hexenwerk, aber es ist halt nervig, wenn man auf diesen Stereopegel aufpassen muss, weil man halt eine kurze Zeit oder ein kurzes Delay zwischen in dem Regelkreis quasi haben soll, damit man eben dieses Shifting nicht verpasst. Aber am entspanntesten ist natürlich, wenn man gar nicht shiften muss. Genau. Sonst noch Fragen? Ja, bitte. Es gibt ja in München dieses MVG Live, wo man über das Internet die Abfahrtsdaten bekommt. Habt ihr das mal mit den Aussendungen verglichen? Ist das konstant oder haben die andere Daten? Die Frage war, ob man die Daten, die im Internet über MVG Live oder dergleichen zur Verfügung gestellt werden, konsistent sind mit denen, die über diese FM-Aussendungen rauskommt. Wir haben sie noch nicht verglichen. Also keine Ahnung, ob das die gleiche Datenquelle ist. Da fehlt uns die Datenmenge aktuell. Wie gesagt, wir wollen jetzt noch eine Datenbank schreiben. Also wir haben zwar ein paar Gigabyte an Daten, aber Scroll ist ein bisschen, da fehlt uns noch ein bisschen was. Ja. Jo, gut, sonst was? Ansonsten vielen Dank für die Fragen. Es ist immer schön, wenn auch Fragen gestellt werden oder wenn man auch die Zeit hat, um Fragen zu beantworten. Und ansonsten seid motiviert, dass ihr auch mal einfach GNU Radio aufmacht, euch so ein RTL-Stick holt, das Frequenzband anschaut und einfach mal skeptisch seid, was da ausgesendet wird. Es ist oft viel einfacher, als man denkt, irgendwie Sachen zu dekodieren oder demodulieren, als es vielleicht am Anfang scheint. Es ist alles kein Hexenwerk. Also wir können es auch.